waren die drauf, ist eine saustarke Zeit gewesen. Und zwar 3 Minuten 49, ne? Ja, das war super. Sie haben sehr konzentriert gestartet. Selina hatte ein bisschen Probleme mit ihrer Jacke. Das hat etwas länger gedauert. Die Kollegen haben geholfen. Das ist auch alles erlaubt. Während des Laufes ist sie auch noch der Helm runtergerutscht. Aber sie hat durchgezogen. Alle in einem guten Tempo, sehr konzentriert. Und dann, Christian hat schon die Puppe, habe ich erwähnt, wunderbar genommen, ist durch. Stand da noch ein bisschen an der Tür, hatte so leichte Probleme. Da gab es wahrscheinlich noch mal so ein bisschen Zeitverluste. Aber prinzipiell eine saustarke Zeit. Und Platz 5, glaube ich, im Moment. Und schon 9 Mannschaften unter 4 Minuten. Große Leistungsdichte. Du hast die Tür eben schon erwähnt. Die verdammte Tür. Da gibt es von Victoria aus Leipzig eine Zuschauerfrage. Und zwar hat sie beobachtet, dass er die Kette in die Hand genommen hat. Was ist da genau erlaubt? Was ist nicht erlaubt, um das Reglement mal klar zu machen? Erlaubt ist, dass derjenige, der sozusagen die Puppe gezogen hat, auch die Tür zu öffnen hat und zumindest nur alleine herantreten darf. Und er darf sich auch die Kette in die Hand nehmen und je nachdem, wie er das dann anstellt, auch dann führen. Es darf niemand anderes die Kette berühren. Somit war das völlig in Ordnung, was Christian dort gemacht hat. Er ist ran, energisch, hat zugedrückt und dann war die Tür relativ zügig auf. Ich bewundere das ja unglaublich. Was ist aus deiner Sicht die richtige Taktik? Von oben drauf, damit sie bis runter rutscht, von unten, von der Seite, die Hebel nutzen? Wir hatten ja gestern den Vollprofi da, den Wolf, der hat uns das ja erklärt. Er hat gesagt, ja, die Feuerwehren müssen viel energischer herangehen und sich dagegen lehnen. Ich glaube, einige haben sich das abgeguckt und ich bin sehr gespannt, was gleich passiert. Wo du gerade Rolf erwähnst. Rolf ist unser treuster Fan. Der ist schon, also mit heute, 5-mal mit dabei, haben wir ihn im Bild. Da ist Rolf, winkt mal ganz kurz, seit über 50 Jahren Feuerwehrmann. Könnt ihr mal kurz beklatschen. Der begleitet uns, wann immer es einigermaßen in der Nähe ist. Ist er mit dabei? Ein Wort, das müssen wir auch noch ganz schnell erwähnen. Hitzemanagement auf diesem Parcours. Wie sorgen wir dafür, dass alles im ganz verantwortungsvollen Rahmen bleibt? Genau. Ich habe jetzt zum Anfang der Sendung schon gesagt, wir achten darauf. Alle Kameraden sind eingewiesen. Es sind Wasserpottiche umgestellt. Wir haben Wasser bereit gehalten. Die Teilnehmer dürfen sofort, wenn sie ihre Station beendet haben, die Jacken ablegen, den Helm ablegen, bekommen sofort Erfrischung. Und somit bin ich überzeugt davon, dass das hier ein super Rennen gleich wird. Na wunderbar. Ullstedt hat vorgelegt. Saustarke Zeit. 3:49. Lehnstedt darf nachlegen. Geh bitte zu den Athletinnen und Athleten. Wir packen das Zelt weg. Das ist übrigens da auch, um die Kleidung kalt zu halten. Also auch so eine Hitzevorbeugungsmaßnahme. Wir sehen die kalten Handtücher über den Köpfen, um die Athletenköpfe zu kühlen sozusagen. Also wir tun alles, um diese unerträgliche Hitze einigermaßen erträglich zu machen. Lieber Jörg, bist du bereit? Kannst du übernehmen? Ist der Parcours bereit? Ist das Publikum bereit? Finaler Lauf für heute. Es kann losgehen. Gut, wie immer, der Motor läuft schon. Ich warte jetzt nur noch auf das Zeichen von Fabian, das ist der Maschinist. Und für die Lehnstädter ist die Christina am Start, der Steffen, der Ronny und der Nico. Und sobald ich das Zeichen habe, geht es auch gleich los. Fabian, wie sieht's aus? Alles klar, es geht los. Also, dann auf die Plätze. Fertig, los! Prima, auf geht's. Also, die Lehnstädter sind gut vorbereitet. Sie haben wirklich trainiert. Ich werde auf die Uhr schauen. Sie haben gesagt, 34 Sekunden im Training. Wenn jetzt alles gut läuft, wäre das eine Top-Zeit. Ich achte darauf. Die Einsatzkleidung wird angezogen, die Reißverschlüsse werden verschlossen und der Helm wird aufgesetzt. Das ist auch wirklich wichtig im Einsatz. Persönliche Schutzausrüstung, da geht keiner mit offener Jacke zum Einsatz vor. Denkt daran, den Hüftgurt richtig anlegen und dann die Einsatzhandschuhe. Ich gehe schon langsam mal auf die Seite, schaue auch auf die Zeit. Das läuft ziemlich gut. Sobald alle die Handschuhe anhaben, gehen wir mit der nächsten Station weiter. Und das passiert. Jetzt, weiter geht's, auf los, los, komm, komm, prima. Auf geht's, los, prima, schön. Komm, Christina, auf geht's. Also, Schaumittelkanister, ich sag's immer wieder, jeweils 20 Kilo, die Schlauchtragekörbe jeweils 17 Kilo. Prima, Christina, konzentrier dich, atme tief durch. Genau, hinter der Linie ablegen, weiter geht's. Okay, nächste Station, die Bandschlinge aufnehmen, wir ziehen unser 4-Tonnen-Fahrzeug. Das machen wir, Handbremse lösen und ziehen und anfeuern. Ich schaue auf die Uhr, das sieht stark aus. Los, prima, auf geht's. So, also, das ist eine schwere Aufgabe, aber wenn das Fahrzeug rollt, geht das. Ich achte darauf, weiterlaufen, 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 weiterlaufen. Handbremse und Station, weiter. Okay, wie immer teilt sich hier die Mannschaft. Ich laufe hinterher. Zwei Kameraden, in dem Fall der Steffen und der Ronny, haben den Helm, den Reifen zu flippen. Auf geht's. 80 Kilo, Kommandos geben ist erlaubt. Passt auf, dass der Reifen nicht rotiert. Weiter. Prima, die Uhrzeit ist super. Auf geht's. Also, keine typische Aufgabe bei der Feuerwehr. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, so einen Reifen flippen kann man schon mal machen. Also, haben viele Spaß drauf. Alle haben geübt.
Einige hatten sich zusätzlich Beton eingefüllt, um das zu erschweren. Das läuft flüssig durch. Prima. Steffen, Ronny, ihr seid super. Auf geht's. Sie wissen auch genau, der Reifen muss am Ende über der Linie liegen. Sie werden mich hassen, aber ich muss darauf achten. Los, weiter geht's. Um, ran. Ihr müsst noch einmal. Los, auf geht's. Rüber. Und abschlagen. Abschlagen. Prima. Okay, alles gut? Okay, die Puppe. Nico, die Puppe. Auf geht's. Super aufgenommen. Zu mir. Nico, hier rüber. Zu mir. Ich begleite ihn ein bisschen. Nicht zu schnell. Vorsichtig, vorsichtig. Hier rum. Stürz mir nicht. Stürz mir nicht. Nico, auf geht's. Ich schaue auf die Uhr. Weiter geht's. Prima, hier lang. 80 Kilo schwer. Nico, noch zwei Fähnchen. Der macht das stark. Das sieht stark aus. Es geht um den Tagessieg und um die Gesamtbestzeit. Auf geht's. Nico legt es ab. Bolzenschneider und zusammen vor. Auf geht's. Nico und Christina. Christina zieht den vollen Zehschlauch. Ich achte hier drauf. Auf geht's, Nico. Los, Prim. Alles ist erlaubt. Mal gucken, ob das umsetzt, was Wolf gesagt hat. Los, komm, weit, prima. Weiter geht's. Los. Okay, die Lehnsteller. Auf geht's. Feuert nochmal an. Los, ah, diese verdammte Kette. Prima, und schau auf. Los, Christina, auf geht's. Los, bis zur Linie vor. Prima, und jetzt. Strahlrohr auf, 5 Bar liegt an. Okay, die dürfen sich helfen. 10 Liter müssen rein. Wenn 10 Liter drin sind, geht die erste rote Lampe an. Ich schaue genau hin, gleich wird es soweit sein. Die erste rote Lampe ist an. Okay, weiter geht's. Weiter am Anfeuern. Prima. Los, komm. Prima. Auf geht's. Los. Los, komm.